Tower. Scheiße, wir verlieren den Mitteltower. Das heißt, ich schaue jetzt mal, dass ich mir den da vorne hole. Oh, oh, okay. Level 17. Geiler Scheiße. Okay, jetzt wollen sie dich. Sie sich den. Ja. Player Kill. Pornöser Scheiß hier schon wieder. Oh ja, 3 zu 4, oder? Ja, 3 zu 4, das fühlt sich gut an. Okay, bleibt ruhig stehen, meine Freunde. Ich bin nur 4 Level über. Ja, okay, der eine ist gleich so wie ich. Der hat auch eine geile Attacke. Ja, das soll sich mal um den kümmern. Da kann ich hier in Ruhe Creeps farmen. Wenn ich die schon one-hitte fast. Ah, da kommt er schon wieder. Das heißt, ich gehe mal jungeln. Einfach, weil ich dadurch ein richtig geiles Level bekomme. Bam. So, Nummer 1. Weil das bisschen Mana, das ich da verliere, ist ja gar nichts. Und die hole ich mir auch noch ganz darunter. Möchte ich jetzt nicht unbedingt laufen. Ich hau echt schon übel schnell zu. Jetzt habe ich hier nämlich zwei schöne Sachen, die sich wirklich im Kampf auszahlen. Also teilweise bin ich ja wirklich in die Gegner-Rank gerusht und habe das natürlich weggehauen. Und man merkt echt, wie ich jedes Mal besser werde, wo ich zocke. Also gerade so, wenn ich heute schon meine dritte Runde ist das heute. Habe ich alle aufgenommen, aber mit den ersten zwei war ich einfach nicht so zufrieden. Nein, scheiße, nein. Nein. Oh Mann. Okay, das war jetzt fail. Der hat wahrscheinlich noch 100 Lebenspoints oder so gehabt. Nein. Oh Mann, ey, das war jetzt auch fail. Sehr geiler Scheiß. Alter, wie viel Leben ich dem gezogen habe. Eigentlich wollte ich 3 machen, aber naja. Die oder wir? Wir. Gut, gut, wenn wir es machen, dann geht's noch. Bam. Points, points, points. Okay, ich habe ein bisschen wenig Leben, das heißt, ich porte mal kurz zurück. Ich guck mal, was ich von Vorsprung schon zu den anderen zum Level habe, obwohl ich von einer meisten gestorbenen bin, aber ich bin positiv geworden. Juhu. Okay, wo gehen wir lang? Da oben in der Mitte haben wir noch einen Tower, sonst sieht es überall ganz gut aus. Also ich jungle mich jetzt gerade mal hier dann das Seite vorbei hoch. Und Pony sieht dann alle so ganz hinterrücks. Oh, das hört sich gut an. Dann gehen wir eben mal hier rein. Alter, 657 Schaden. Ich habe gerade mal 2000 Leben. Das wären 4 Schläge und ich wäre hinüber. Einfach so. Ein Versuch. Ziemlich übel. Wenn das den Großen nicht kaputt gekriegt. Level 20. Okay, jetzt lohnt sich das kaum noch, das Farmen, weil ich das höchste Level erreicht habe. Aber das davon können wir jetzt trotzdem noch mitnehmen. Seriously, what the fuck? Na, ich bin einfach in der Community nicht so der Pro. Ja, tschüss und tschüss und... Ach nee, nicht die Attacke. Oh, die war jetzt pornös, gell? Wir rushen jetzt hier rein. Ach nee, nicht... Ach, das ist jetzt nicht in Ernst, oder? Jetzt war ich gerade auf so ein bisschen... Ja, okay, ich hätte dranbleiben sollen. Hm. Nee. Hier kann man jetzt richtig gut aufräumen.
Der ist auch dämlich. Okay, du bist erstmal hiermit. Und gleich habe ich die Attacke noch, dann bist du hinüber. Und nein. Okay, das war fail. Du kriegst erstmal eine auf die Fresse, weil du denkst, du wärst gut. Aber ich habe keinen Mana mehr. Das ist nicht so gut. Mann, ey. Okay, ich glaube, ich hau mal ab. Wenn wir gerade auf einem ganz schönen Push sind. Ja, okay, die Folge wird um einiges länger. Es wird ja bis zu 4 Parts werden. Oh, ich freue mich schon so arg auf das Uploaden. Ist echt ein Stress. Ich habe heute die erste Folge League of Legends hochgeladen. Das heißt, die zweite mache ich dann vielleicht morgen, wenn es reicht beim Heimkommen. Weil ich muss ja auch trotzdem noch meine Let's Plays hochladen. So hart ist das Leben. Ich habe da kaum noch Zeit, richtig zu zocken. Weil wenn ich das zocke, da kann ich ja nicht Leben hochladen, weil meine Internet im Arsch ist. Und ich da die 300 Megabyte hochladen muss, dann ist das schon einiges. So, ihr könnt euch jetzt mal ganz schön den Arsch verputzen gehen. An den Arsch verputzen. 5-4, geiler Scheiß, Leute. Die Klasse ist einfach der Hammer. Ich kann sie eigentlich jedem raten. Versucht einfach, wenn ihr reinkommt, mal die Klasse zu holen. Und dann ein bisschen Jungle ist mir aufgefallen. Richtig geil. Und jetzt sneake ich mich hier von hinten ran. Soll ich mir mal noch den Mega-Buff holen? Nee, killen ist besser. Weil hier an dem Vulkan da oben da kann man auch ganz gut was holen. Aber ich glaube, das hat eben ziemlich viel. Oh, knapp, knapp, knapp war das knapp. Komm, mach hin, Titans Bane. Komm, noch ein bisschen Leben und weiter geht's. Okay, wir müssen schauen, dass wir jetzt nicht vor denen kaputt gehen und irgendeinen riesigen Fehler machen, wo sie dann gleich durchkommen. Alter, die sind noch Level 15 teilweise. Das ist ja schlimm. Jetzt muss ich eigentlich nur noch wegen geldtechnischen das Ganze hier machen. Ich meine, 600 Schaden pro Schlag teilweise. Bam, Bitch. Haha. So pusht man richtig, Leute. Und wenn der jetzt ein bisschen... Nee, ich kann auch nicht. Wo ist er hin? Hm, egal. Oh, da. Nee, war wohl nichts, Noob. Oh. Er ist jetzt aber traurig. Warte mal, was für ein Level ist der? 4. So ein Bit. Boah. Alter, ich pone die gerade. Ich feiere mich gerade richtig, wie ihr vielleicht merkt. Oh, Entspannung ein bisschen. Das ist schon geil, wenn die einen die ganze Zeit verfolgen und man sich plötzlich umdrehen, die einfach weghaut. Weil die gar nicht merken, dass sie eigentlich weniger Leben wie ich haben, weil ich 5 Level über ihnen bin teilweise. Oh ja. 13.000 und der hat noch einer 9.000. Also hole ich mir jetzt mal einen Mega-Buff. So, komm, ich versuche mich mal daran. Ich weiß nicht, wie stark die wirklich sind. Ich glaube, alleine habe ich das nicht gemacht. Aber ich glaube, ich soll gerade da oben mitpushen. Aber mit dem Buff könnte ich vielleicht besser pushen. Ah. Oh, geil, okay. Okay, wir machen das zu zweit. Wir machen das zu zweit. Okay, raus alles. Okay, der ist gleich weg, Leute. Der ist gleich weg. Oh, geiler Scheiß. Okay, Alter, könnt ihr mal aufhören, mich zu blocken?
Oh, Alter. Nein, nein, nein. Player Kill, aber ich bin auch tot. Naja, immerhin noch einen Player bekommen. Alter, wie ich die gerade pone. Ah, scheiße, muss ich 80 Sekunden warten. Das war vielleicht ein bisschen doof. War es das wert? Ein Assist und ein Kill? Ja, dann verfolgen wir immer hier ein bisschen mit, wie die Phoenix weghauen. Das war schon die zweite. Und unser Minion macht uns seinen Weg in die Mitte mit zusammen. Ne, Docks dann nicht, sondern mit diesem. Diesem hier und diesem hier. Aber der geht ein bisschen zurück, weil er will die Gegner pwnen. Und hier, die trickeln sich gerade ein bisschen aus. Sie trauen sich noch nicht richtig nach innen in den Minotaurus-Bereich. Er möchte jetzt erstmal hier diese Line noch durchbringen. Aber da sind die Gegner schon ziemlich weit fortgeschritten. Deshalb hat er wohl hier wenig Chance. Und wir switchen zu Dexter, der hier gerade versucht, diese Line ein bisschen von Minions, von den Gegnern zu befreien. Hier in der Mitte gehen sie gerade alle auf ein bisschen defensivere Position, weil sie ihre Minions erst noch brauchen. Wieso fährt das, geht das so weit zurück? Will das die Buffs holen? Keine Ahnung. Die laufen beide ein bisschen weg. Aber hier geht weiter die Action ab. Langsam kommt Dexter in seine Richtung zu, aber sie hauen alle noch ab. Sie trauen sich noch richtig in die Action. Er hat auch ziemlich wenig Mana. Hier bei Dexter sieht es auch ja schon ein Stück weit besser aus, aber hier ist die Line noch ziemlich leer. Er hat ein paar Minions bei sich. Oh ja, eine sehr spannende Rings, oder? Gefällt euch das eigentlich, wenn ich so rede die ganze Zeit, so monoton? Hm, keine Ahnung. 8 Sekunden haben wir noch. Bei dem sprüht ja nur das Geld so raus. Ja, was hat mich so? Ich glaube hauptsächlich. Ja, okay. So, wir sind hier immer noch gut vorne. Wir sind der beste Spieler, Alter. Das muss ich ja fast hochladen. Ja, das werde ich auch. Also, wenn sich großartig was ändert oder das Spiel noch 100 Stunden geht oder die Aufnahme abschmiert, dann wird das doch das Spiel der Spieler werden. Hoffentlich, das klappt noch in einer Dreiviertelstunde. Wir haben jetzt zwei Lines der Gegner schon vollkommen ausgerottet. Der Minotaur ist da nicht mehr so die mega mäßige Sache. Hier 3 gegen 1 sind mir ein bisschen zu viel. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier, schleiche mich darüber. Haha, das war ein bisschen dämlich von dir, aber. Okay, ich habe nicht getroffen. Überraschung. Oh fuck, der hat ein Ulti. Player Kill. Bam, bitch. Nein, ich hau nicht ab. Okay, ich hätte abhauen sollen. Ich habe gedacht, da wäre es gerade so weit, dass die sich fast hinüber haben. Aber jetzt muss ich wieder so ganz spannend kommentieren. Okay, ein Assist habe ich schon mal bekommen. Nochmal Assist. Das ist sehr gut. 9, 6, 4 Assists. Okay, die machen sich jetzt an die dritte Phoenix. Nee, an die zweite. Die erste, ah ne, die erste, die ist nämlich wiedergekommen. Und jetzt geht sie in die Mitte zum Minotaur. Hier seht ihr den mal. Und der beginnt jetzt loszulaufen. Und fängt jetzt an, auf die Leute einzuschlagen. Hier vor allem auf die Helden. Das heißt, er zieht schon ein ganzes Stück. Ich denke mal, das sind so um die 200-300 pro ne, 81 bloß. Okay, hier habt ihr gerade noch ein bisschen die feindlichen Reihen außer Kontrolle gebracht. Und da hinten, wie läuft's bei Minotaur? Nein, das ist der falsche. Hier kriegt ihr schönes Spawn-Trapping. Sehr unterhaltsam. Hier, der hat jetzt nochmal eine Phoenix daran, kurz davor auszuschalten. Hier, der Minotaur, der neigt sich dem Ende zu. Wir merken schon, das Gameplay ist fast zu Ende. Okay, ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen, denn ich glaube nicht, dass das noch groß hier was ändern wird. Der Minotaur hat kaum mehr Leben. Aber unser kleiner Mann auch nicht mehr so viel, aber das war das Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt ein ziemlich gutes Gameplay, doch kann man sagen, gesehen. Ich war der Beste im Spiel sogar, mit gutem Abstand. Durch das Zeug hat sich das alles ziemlich, durch das Jungle hat sich das ganz gut gelohnt und ich hoffe mal, es hat euch gefallen, während unser Affe hier einen wunderschönen Tanz vollführt. Bin ich jetzt Level 7 oder kurz davor? Naja, das war's auf jeden Fall. Bis morgen, euer The Slim Free aus der Abonnenten-Special-Woche.